Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Scheiße, mehr von diesen Dingern. Nimm das Gewehr, schießen wir uns den Weg frei. Alles klar. Wir hoffen natürlich in der... Oh, wow, wow. Es ist eine Weile her, dass ich Videos gemacht habe. Ja. Wurf und voll daneben. Und der Skill ist komplett fliegen gegangen. So... Warum so widerstandsfreudig? Gut geschossen! Jetzt weiter! Das war's schon. Alles klar. Dann gehen wir halt weiter. Hubschrauber! Und keiner von uns! Runter! Zat. Spätnatz! Spätznatz! Spätzeln! Devil macht die Tür auf. Ja, es ist eine Weile her, dass ich Videos gemacht habe. Ist eine Menge dazwischen gekommen. Halte nach weiteren dieser Kreaturen Ausschau. Nicht dabei. Können wir die nicht irgendwie, weiß ich nicht, Zombos nennen? Zomburus? Irgendwie. Die haben wahrscheinlich irgendeinen Namen, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Duck Jump. Also los. Ah, wahrscheinlich von der anderen Seite. Oh, Moment. Kann ich nicht öffnen. Dann gehen wir halt hier rein. Eins nach dem anderen, please. Die Leute haben die Wachen angegriffen. Viele sind tot. Die meisten übrigen sind ins Innere der Insel geflohen. Ich muss Nadia finden. Ich frage mich echt, ob der jedes Mal so einen eigenen Recorder mitgeschleppt hat. Puh, ein Glück. Ich habe einen Recorder mitgenommen. Gar nicht creepy. Was machst du da, Devlin? Oh. Endlich. Himmel, wie in einem Antiquitätenladen hier. Ja, mit hochmodernen Sturmgewehren. Alles Antiquitäten. Sie haben eine seltene Technologie für Waffen-Upgrades gefunden. Verbessern Sie Ihre Waffen mit dem Waffenschrank. Okay. Mit Waffenschränken können Sie Waffen verbessern und Ihre aktuelle Waffe auswechseln. Die meisten Waffen, die Sie unterwegs finden, werden automatisch im Waffenschrank hinzugefügt. Nein, okay. Hier ist Devlin 4-1. Hören Sie mich. Titan 1, hier ist Devlin 4-1. Wir sind bereit zur Evakuierung. Schauen wir mal. Alle Staffeln auf Alarmbereitschaft. Wieder dieser Russen. Ich wiederhole, hier ist Devlin 4-1. 1-1. Sie müssen unseren Funk stören. Alles die ganze Zeit. Erst den Schaden. Funktioniert auf dieser verdammten Insel denn gar nichts? Ach ja, wir haben was. Dieser Ort ist seit fast 50 Jahren verlassen. Das sollte er wenigstens sein. Wer zum Teufel ist das? Scheiße, die sehen nicht freundlich aus. Ich habe echt einen Scheißtag. Ja, die sehen nicht freundlich aus. Wie kommst du auf das schmale Brett? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Air wechseln muss. Locker.
Augen. Bleib so alle. Wo ist meine Shotgun? Ah, Dutschki! Das Problem ist mir gelöst. Hey! Hätte ich was machen müssen? Game over? I did. Hallo. Oh, nein. Oh nein, die Inquisition. Captain Renko. Sie sind doch Captain Renko, nicht wahr? Schauen Sie nicht so überrascht. Ihr Name steht auf Ihrer Uniform. Amerikas bezaubernder Hang zu Individualität. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Name, Rang und Dienstnummer. Das ist alles, was du von uns bekommst, Ivan. Lies das Handbuch der Genfer Konvention. Diese kleine Unannehmlichkeit habe ich schon vor Jahren abgeschafft. Sehen Sie? Wir sind Offiziere des US-Militärs. Ich will mit jemandem aus unserer Botschaft sprechen. Denke, das wird aus einer Reihe von Gründen nicht möglich sein. Unsere Botschaft! Sofort! Okay. Schon besser. Wie kommt es, dass Sie in 50 Jahren keinen Tag gealtert sind? Es gibt nur eine Erklärung. Das ZMG. Wo ist es? Durch den Durchgang. Folgen Sie einfach den offenen Türen. Devil is tot. Laufen Sie! Nach rechts. Gut, jetzt die Treppe runter und dann rechts. Laufen Sie weiter und suchen Sie offene Türen. Ach, schneller, ich kann auch nur die gewisse Zeit lassen. Sie sind direkt hinter Ihnen! Und? Schnell, die Treppe runter! Was? Granato? Nathaniel Renko! Mein Gott, Sie sind hier! Genau wie mir 12 sagte. Sie müssen eine Menge Fragen haben, aber wir haben nicht viel Zeit. Schnell, da lang! Servus Gott! Okay. Private Bunkler! Hauen wir ab, würde ich sagen. Aber an der Stelle werde ich den Part erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.